Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Und genau, liebe Leute, ja, wie war beim letzten Mal, haben wir Red Widow abgeschlossen. Und ihr Auto sieht jetzt richtig krass aus, schaut euch das mal an. Und genau, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt den letzten Charakter für dieses Projekt. Und zwar, wir spielen jetzt noch eine Meisterschaft mit Crane durch. Und dann machen wir uns mal dran, dass wir die ganzen Arenen und Strecken freischalten, beziehungsweise die Arenen. Aber die Strecken könnte man theoretisch auch freischalten mit ihm hier, ne? Das ist, ja, das kann man auch machen, weil es gibt nämlich noch eine Strecke tatsächlich, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Und eine Arena. Die werden wir dann mit ihr freischalten. Okay. Wir legen los mit Crane und lesen natürlich, wie bei den anderen beiden, auch die Geschichte durch. So, Crane ist ein Amerikaner. Ursprünglich als zukünftiger FX-Champion gehandelt, war Crane Teil des jungen Trios, das allgemein unter dem Namen American ABC bekannt war. Drei Wunderkinder, die als die Zukunft des amerikanischen Rennsports galten. Neben seinen Freunden Buddy Amber und Tony Bryce fuhr Crane von Sieg zu Sieg, während er und seine jungen Freunde jede Meisterschaft dominierten, in der sie antraten. Diese Überlegenheit setzte sich bis in die Formel 5500 fort, und schien nicht endzuwirren, bis alle drei Fahrer im Kampf um den prestigeträchtigsten Wettkampf in Monaco in einen üblen Unfall verwickelt wurden, bei dem Bryce verkrüppelt wurde und Amber sein Leben verlor. Oha, das tut weh. Die öffentliche Meinung gab Crane die Schuld. Er fiel in eine tiefe Depression und es sah aus, als wäre seine Rennkarriere beendet. Er verschwand für mehrere Jahre. Anschließend, bevor er in der Foda-Rennserie erschien und auf der Suche nach einem Wagen war. Seitdem ist Crane bei seinem aktuellen Teamboss Carl Travis von Cadaver Racing. Was? Cadaver Racing, Foda. Okay, interessanter Name. Unter Vertrag, der den unaufhaltbaren Neuling, der in seiner Jugend nach den Sternen gegriffen hatte, in guter Erinnerung behalten hatte. Crane ist inzwischen zu einem der erfolgreichsten Mitstreiter in der DDs Rennserie gereift. Aber die Sorglosigkeit seiner Jugend ist vorbei. An ihrer Stelle ist eine eigenbrötlerische, schuldgeplagte Parodie des Teenagers getreten, der auf der Schwelle zu einer glänzenden Karriere gestanden hätte. Cranes größter Rivale bei DD ist Sebastian Noir. Okay. Crane und Sebastian Noir traten in der F3000 gegeneinander an und Sebastian, der bereits damals vor die Grenzen seines Talentes gestellt wurde, stand immer im Schatten des ABCs und jetzt beabsichtigt er, sich an dem Amerikaner für seine verfuschte Karriere zu rächen. Crane ist mehr als bereit, gegen Sebastian anzutreten. Der Franzose ist eine morbide Erinnerung an bessere, strahlendere Tage. Komisch, kein Wort zu Red Widow? Okay, interessant. Sein Erzfeind ist also der Sebastian Noir. Also, er hier. Okay. Höchst interessant auf jeden Fall. Er hat allerdings keine Strecke. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir legen los. Eine Meisterschaft mit Crane. Oh. Freunde, das wird lustig. Das Auto ist so schnell. Ihr werdet sehen. Wir sind wieder am Flughafen. Ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Junge Fliegerinnen und Flieger kommen von überall, um auf dem Flugplatz anzutreten. Stehen Sie auf Mutproben mit Jumbo Jets oder wollen Sie noch ein paar Cessna scheuchen? Hier sind Höhenflüge für jeden dabei. Wieder mal episches Intro für den Flughafen. So, das wird lustig jetzt. So. Schaut euch dieses Auto an! Das ist jetzt schon so schnell! Okay, das Auto ist jetzt schon so schnell, ey. Guckt euch das an. Da ist er doch, Sebastian Noir. Ja, ja. So, und Rakete gucken. Au! Und die hebt ab. Da, schaut euch das an. Zack und tschüss. So. Und jo, und ja. So, ihr seht das, ne? Wie schnell der Typ einfach ist. Wie schnell dieser Crane einfach ist, ey. Schaut euch das mal an, dieses Auto. Boah. Na? Einmal Flieger. Einmal Flugzeug. Und einmal BAM. Da ist er. So, Flugzeug kriegen wir dann auch ein paar Punkte. Yo!
Wow, was ist das denn? Guckt euch das mal an. Alles klar, können wir auch kaputt machen, oder? Ja, alles klar. Habt ihr es gesehen, der Reifen? Die Reifen, ja, ja. Okay. Nichts gibt mir das Recht, aber ich mach's einfach. Und wir müssen aufpassen, weil Crane hält nicht viel aus. Ne, das ist so die Schwäche von ihm. Aber er ist halt extrem schnell, wie ihr seht. So, und wir müssen jetzt mal eine Position aufholen hier. Ich würde dann vorschlagen, wir sind schon wieder Siebter. Das geht richtig schnell mit ihm. Also Crane ist richtig flott unterwegs, wie ihr seht. Boah. Wie ihr seht. Ja, guck mal, wir sind schon wieder Dritter. Jetzt sind wir schon wieder Dritter. Da ist Johnson. Und bam. Ey. Ah, gut, das ist ein bisschen... Bei Crane, der ist halt ein bisschen schwächer auf der Brust, was das Auto angeht. Aber er ist halt schnell. Ne, und... Ja. Deswegen... Ah, verdammt. Seth, du bist ganz schön... Bam. Nee, das stimmt. Das könnte er wirklich nicht. Ah, Johnson holt uns ein. Aber ja... Und bang. So. Ja, aber du blutest. So. Was? Wer will Reis essen? Mensch, Seth. Eieiei, okay. Yo, weg mit dir. Ja, hab ich doch schon. Ich hab die Set doch schon überholt und der hat schon einen Fehler gemacht. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal hier einmal Vollgas und hallo. Oh ja, wir lassen echt die Sau raus. So, mit 60.000 Punkten. Am Ende fast 70.000. So. Einmal nochmal Young weggehauen. So. Ja. Doppelt so viele Punkte. Was ist mit Johnson passiert? Ist er geplatzt? Aha, Johnson ist geplatzt. Okay, sehr schön. Gut, da haben wir jetzt schon wieder doppelt so viele Punkte. Es geht schon wieder gut los. Okay. Gut, ja, es geht wieder so los, wie die letzte Folge aufgehört haben. Überall direkt Erster geworden. Chinatown mit Jimia. In Chinatown können Sie sich in einem sadistischen Hexenkessel mit Ihren Gegnern anlegen. Hüten Sie sich vor zu rücksichtslosem Fahren, das Sie um einen möglichen Sieg bringen könnte. Oh, das wird wieder lustig. Das wird wieder lustig. So. Los, ja. So. Ja, wir müssen aufpassen, weil der Wagen halt extrem rutscht am Anfang. Barriers. Oh, die Bahn wieder, ja. Alter, wow. Okay, geschafft. Puh. So, da ist der Yin, ja. Ach. Verdammt mich. Jetzt mach. Fahr doch. Ah, da. Okay. Okay, ich warte mal ein bisschen. Da kommt schon wieder der Nächste. Na was? Yo, Johnson, alles klar. Und können wir den vielleicht... Na, können wir nicht killen, ne? Schade. Ah, da mach schon. Wow. Yin Yang, du bist so schnell. Ah, weg mit dir. Da nehme ich dich lieber mit. Ich, Mexikaner, okay. Schön für dich, aber was interessiert mich das? Jetzt mal ehrlich. Dass du bei Mexikaner warst, aber okay. Okay, So. Schade, ich würde immer die Leute killen, aber irgendwie klappt das nie. So. Und hier, komm. Ja, sehr gut. Endlich mal. Und, yo! Marco, Junge. Boah. Eine Bulldogge. Ja, klau du mir nur die Heilung. Warte mal. Ne, die, klaut mir nur alle die Heilung, Mensch. Jetzt haut doch mal ab! Ah. Mensch, fort. Alter Schwede. Hallo? Könnt ihr mich mal lassen? Danke. So, dann holen wir mal Yin Yang wieder ein. Das geht ja so schnell hier mit ihm. Oh.
Was ist deprimierend? Ist doch nichts passiert. Aua. Danke, Red Vido. Das kennen wir ja schon mit dir. So. Und dann hier. Yo. Nein. Danke. Abstand halten hatten wir schon in der Corona-Pandemie genug. So. Alles. Jawohl. Und ab geht's. Das sehe ich ganz genauso. Wir müssen jetzt nur noch wieder Yin Yang einholen. So, da ist die Heilung. Die brauchen wir wieder. Okay, Yin Yang ist ganz schön weit weg. Oh oh, Yin Yang ist ganz schön weit weg. Was lässt du mich? Wo ist der? Oh, der ist so weit weg. Da vorne. Da ist er. Okay, da ist er. Da ist er. Junge, 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 Junge. Weg mit dir. So, und dann haben wir das auch gewonnen. Sehr geil. Okay. Ein mieser Barrier Sliver. So, Lady Cassandra. Und einmal lähmen. So, jawoll. Oh, das haben wir geschafft. Hier schön viele Punkte. Boah, 73.000 Punkte. Das habe ich bei Chinatown auch noch nie geschafft. Wieder doppelt so viel. Oh mein Gott. Schaut euch das an. 83.000 Punkte in Führung. Also das heißt, wir könnten ein Rennen eigentlich überspringen. Aber nein. Steelworks gehört natürlich dazu mit Jeremiah. Ganz klar. Bereit für die Arbeit im Stahlwerk? Bleiben Sie auf dem Laufsteg, um etwas Schwermetall auf Ihre Gegner regnen zu lassen. Diese Strecke sprengt jede Form, wenn es zum Schmelzchaos kommt. Ah ja, das Schmelzchaos. Ja, die sieht geil aus, die Map. Wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne, aber mit der Lava unten, das ist richtig nice, ja. So, und da sind wir auch schon bei Jeremiah angekommen. Jo, einmal schön rein da. So. So, und hier. Oh, was war das denn? Das habe ich auch nicht vor. Wow, okay. Einmal Jeremiah kurz ein bisschen drehen. Er hupt einfach. Er hupt einfach. Ja gut. Alter, so. Aktivieren. Schade, dass man hier die Explosion nicht sieht. Das hätte ich zu gerne gesehen. Ja, können wir mal einen Stau verursachen. Ja. Und Jana Kutscher fährt einfach dran vorbei. Und Red Vido, jo. Hi. So. Eieiei. Ah, verdammt. Ich hätte gerne den Booster da gehabt, aber ist okay. Ich meine, wir können es ja eigentlich ruhig angehen lassen, ne? Aber das gehört nicht zu meinem Stil. Wir wollen immer Erster werden. So, und möglichst viele Cars, möglichst viele Autos crashen und, ja, viele Punkte sammeln. Alles können, ja. Am Arsch. Ja, danke, Seth. Das war ein guter Treffer von dir, muss man sagen. Oh, ein mieser Barrier Slimmer. Ja. Oh ja. Ah, da war Mariah fast kaputt. Okay. So. Ah. Also seht ihr, man kann auch hier so fahren, aber das ist... Nee, das ist nicht meins. Nicht in diesem Spiel. Ah. Was? Schnelltopf? Topf? Was für ein Topf? Was für ein Topf? Naja. Ich glaube, Topf hat er gesagt, ne? Ja. Oh Gott, wir sind fast kaputt. Ja, das ist die Gefahr bei Grain. Er hält halt wenig aus, ne? Oh Gott, das ist wirklich... Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur fahren. Einfach nur durchkommen. Einfach nur durchkommen, bevor wir platzen hier. Ah, oder auch... Okay, wir haben eine Reparatur. Sehr gut. Okay. Aber wir sind trotzdem meilenweit vorne. Jana Makusha. So. Ja, reicht. Reicht, reicht. Reicht locker. So. Ja, 47.000 Punkte. Mein Gott. Wieder doppelt so viel fast.
Alter, das ist wirklich heftig. 120.000 in Führung. Okay. Also wie gesagt, eigentlich können wir es auslassen. Aber natürlich nicht, weil es ist eine Vernichtungsarena. Kolosseum. It's crashed und da ist ein Grafikbug. Warum auch immer. Seit dem alten Rom hat sich vieles verändert, aber die Krieger kämpfen immer noch mit eisernen Streitwagen. Die Fahrer sollten auf die Mitte der Strecke achten, denn dort erwartet einen manchmal Schreckliches. Schreckliches. Ja, das stimmt. Also, ein Feuer fahren ist nie gut. So, dann gib mir das Schild. Jawoll. Nein, nein. Ja, doch, ist okay. Ist okay. Hauptsache, kein anderer hat das Schild gekriegt. Wow, ihr seht das, wie schnell das Ding einfach ist von ihm. Und um. Ja. Hier scheint die Sonne im Gegensatz zum richtigen Leben. Ah, Sebastian. Ach, guck mal. Unser Erzfeind hier. So. Was man alles erfährt, wenn man sich die Geschichte durchliest, ne? Das ist unglaublich. Wusste ich gar nicht, dass die... dass die eine Fehde miteinander haben. Aber okay. Oh ja. Narkotik. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Action ist immer gut. Autsch. Jo, der fliegt da. Der fliegt da durch die Gegend, ey. Oh, und wir brauchen unbedingt eine Heilung. Oh, das meine ich. Das meine ich. Wir brauchen unbedingt eine Heilung. Ei, 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 ei. Er kommt. Nein. Boah. Okay, gut. So, einmal Rakete. Jo. Schöner Stunt hier. Jo. Und ein Backflip noch dabei. Upsala. Und. Jo. Kaboom. Und Kill. Ah, sehr schön. Ein brutaler Skullcrusher. So. Wow. Geiler 360. Jo. Können wir Cassandra killen? Ah, schade. Okay, aber wir haben einen gekillt. Das ist schon mal gut. 48.000 Punkte. Wie gesagt, wir können uns ja... Wir können es ruhig angehen lassen. Wirklich. Einfach nur überleben. Und selbst wenn wir platzen, das reicht trotzdem noch. So, und hier, und hier, und... Na komm, Victim, kriegen wir den? Ach, schade. Punkte. Ach, verdammt. So, gib mir die Heilung. Danke. So. Ich find's geil, auf der Videowand ist unser Bild zu sehen. Richtig nice. Oh. Oh ja, wir lassen auch die Sau raus heute. Ja, mir auch. So. Um. Ach, herrlich. Oh, das macht so Spaß auch mit Crane. Weil er einfach so schnell ist. Man muss bedenken, das ist immer noch die erste Stage, ne? Und der geht hier schon so ab. Wie wird das dann erst in der letzten? Oh Mann. Und hier. Wir haben ihn gekillt. Okay, cool. Geil. Wow, nein! Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ey, wir sind voll geheilt. Immerhin. Jawohl, ein Barrel Roll. So, das Ding noch weg. Und hier. Wow. Okay. Oh ja. So, den Brandon kriegen wir vielleicht mehr weg hier. Ah. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Ah, schade. Aber ist okay. Jo. Alles klar. Ja, das glaube ich nicht. Ach, guck mal, da ist Sebastian Noir gewesen. Da ist er. Jo. Und ob ich gegen dich gewinnen kann. Guck mal, du bist ja schon fast kaputt, Mensch. Du bist ja schon fast kaputt, Junge. Ja. So, okay. Brennen! Aua! Shit. Ich brauche unbedingt die Heilung hier, aber das ist das falsche Item. Jo! Okay.
Die stehen hier auf voll Frontal-Crash. Die stehen hier echt drauf. Aber ich auch. Definitiv. Da ist Noir. Okay. Und gekillt, den Erzfeind. Okay, sehr gut. So muss das sein. Einfach mal den Erzfeind gekillt. Dumm die dumm. Ja, das sehe ich auch so. Kriegen wir von denen vielleicht einen gekillt? Lady Cassandra. Ja, sehr gut. Lady Cassandra gekillt, jawoll. Und, ach, schade. Und wir haben es geschafft. 117.000 Punkte. Junge, Junge, Junge. Aber da ist ja auch Vorsprung nicht ganz so hoch gewesen. 37.000 Punkte nur. Aber ey. Wir haben es ja ziemlich souverän geschafft, würde ich sagen. Mehr als doppelt so viele Punkte. Da ist der zweite. Jawoll. Warum zeigt ihr uns nicht unser Auto? Okay, dann. Moment. Zerstörungsarena. Wo ist Crane? Ich möchte unser Auto sehen. Da ist unser Auto. So. Unsere ersten Autoteile. Mit den drei Midi-Triebwerken hier dran. Nice, okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht beim Casino, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weitergeht, sehen wir doch mal beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.